Markus Breitschmidt, es freut mich sehr, dich als Vortragenden bei uns in meinem Architekturtheoriekurs am Institut für Bauen im alpinen Raum an der Fachschule Graubünden begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine Riesenfreude, dass das geklappt hat, diese Einladung, auch dass du dich bereit erklärt hast, über deine Arbeit zu sprechen. Selbstverständlich kenne ich dich über das geschriebene Buch Nicht referenzielle Architektur von Valerio Olgiati gedacht, von dir geschrieben, aber auch schon vorher deine Arbeiten zu Valerio waren mir ein Begriff. Und es hat mich eigentlich dann interessiert, so ein bisschen, wie du wirklich funktionierst. Du hast ja in Luzern studiert, du hast dann doktoriert in Berlin zu Nietzsche. Und hast eigentlich dann ziemlich, du hast gesagt vorhin sogar schon in der Einleitung, dass du schon damals auch in den USA warst im Austausch und jetzt an den verschiedensten Schulen eigentlich gelehrt hast, aber jetzt schon länger in Virginia eigentlich am Tech arbeitest, seit 2004 als außerordentlicher Professor, seit 2010 als ordentlicher Professor. Und es freut mich wirklich riesig, dass du da bist und dass wir diesen Vortrag haben können von dir und ja, habe ich was vergessen? Nein, nein, vielen Dank für die Einladung, Daniel. Es ist sehr lieb von dir, mich zu denken. Für mich war es einfach interessant, dass man eben das Architektur, gerade in der Theorie, dass es eben auch eine denkische Ebene gibt und dass es auch Architektur ja auch eine Denkarbeit ist. Und das möchte ich meinen Studenten eben auch weitergeben und das schätze ich dann eben auch sehr zum Machen. Du hast bereits etwas vorbereitet. Wir werden deinen Vortrag zeigen als ein Dokument. Und ja, ich lasse das eigentlich laufen. Und das wird eine Stunde, knappe Stunde dauern. Und wir besprechen nachher nochmal über das Ganze eigentlich nach. Ich muss aber schnell was ändern, weil ich habe hier, Moment schnell, das sind verschiedene Systeme, die ich anders programmieren muss, sonst klappt das mit den Vorgaben nur halb. So, jetzt bin ich richtig im Modus drin. Gut, wir können starten. Guten Abend. Friedrich Nietzsche schrieb, dass 100 tiefe Einsamkeiten die Stadt Venedig bilden. Er verstand, dass diese tiefen Einsamkeiten, also dass jedes Gebäude sein eigen ist, als den Zauber der Stadt. Er fügte hinzu, ein Bild für den Menschen der Zukunft. In einem etwas später verfassten Aphorismus schrieb Nietzsche: Das Monumentale sieht von den Ursachen ab. Effekt an sich, das, was zu allen Zeiten Effekt macht oder das zu allen Zeiten entstehen kann, zu dem die Ursachen immer da sind. Zuerst will ich mich nun aber bei Ihnen, das heißt bei den Architekturstudenten und Studentinnen, dann bei Professor Daniel Walser sowie bei der Fachhochschule Graubünden für die Einladung bedanken. Ich glaube, es sind rund 7 Jahre her, seit ich an der TU Karlsruhe letztmals einen Vortrag in deutscher Sprache gehalten habe. Ich hoffe, es wird nicht zu holprig. Dann nehme ich gleich noch eine andere angelsächsische Gepflogenheit mit. Wenn ich in diesem Vortrag zum Beispiel von Architekturstudenten oder von Architekten spreche,
dann sind natürlich immer alle mit einbezogen, also auch die Studentinnen und die Architektinnen. Vielen Dank also für die Einladung. Es ist schön, diese Stunde mit Ihnen zu verbringen. Als Daniel Walser mich angefragt hat, ob ich für die Studenten einen Vortrag machen könnte, habe ich zugesagt, und zwar unter der Bedingung, dass ich keine Synopsis des Buches Nicht referenzielle Architektur machen will. Valerio Algetti und ich haben das Buch so konzipiert, dass ein Architekt das Buch ohne große Eile in einem oder vielleicht zwei Abenden lesen kann. Ihnen jetzt noch eine einstündige Zusammenfassung des bereits kurzen Buches zu Gemüte zu führen, finde ich wenig interessant. Interessanter scheint mir, den Studenten vielleicht helfen zu können, den sogenannten Vorhang hinter eines der Kapitel des Buches zu öffnen. Das Buch hat ja bekannterweise keine Zitate oder Anführungen und, noch schlimmer für Architekten, mit einer Ausnahme keine Bilder oder Zeichnungen. Heute liegt der Fokus auf dem Prinzip Ganzheit. Das hat pragmatische Gründe. Ich wurde gegen Ende 2020 vom italienischen Architekturjournal Domus, welches dieses Jahr unter der Ägide von Tada Oando publiziert wird, gefragt, ob ich etwas zur Aufgabe eines Bauwerkes in der Stadt schreiben könnte. Und in einigen Tagen habe ich einen Abgabetermin für einen Aufsatz mit dem Arbeitstitel Architecture Beyond Geometry für eine australische Architekturzeitschrift. Der heutige Vortrag ist nun zufälligerweise zwischen diese beiden Aufsätze gefallen. Als die Anfrage von Domus kam, legte Tada Oando einen Text vor, der die Agenda vorgab. Dabei interessierte mich Andos Kritik eines anpässlerischen Kontextualismus als Basis für Bauwerke. Die Kernaussage von Ando ist, dass das Wesentliche für Bauwerke in einer Stadt darin besteht, als, Zitat, als Emissionäre eines kompromisslosen Geistes zu agieren. Ende Zitat. Tada Oando fügte an, und auch das ist ein Zitat, je radikaler diese Architektur ist, desto mehr wird sie die Ordnung der Gesellschaft herausfordern. Ende Zitat. Dies wirft die Frage auf, was ist eine radikale Architektur? Die Folgefrage lautet, warum fordert radikale Architektur die Gesellschaft stärker heraus? Da das Prinzip Ganzheit bei der Beantwortung dieser Fragen im Mittelpunkt steht, versuche ich Ihnen einige ideelle Anknüpfungspunkte zum Prinzip Ganzheit vorzustellen. Die Verbindung zwischen einer sogenannten radikalen Architektur und der gewünschten Herausforderung der Gesellschaft, die Tada Oando herstellt, ist keine politische. Auch Ando hat sich von den Credos des architektonischen Modernismus und Postmodernismus emanzipiert, welche aus Überzeugung ihre Ziele großmehrheitlich in der Form von revolutionär-politischen Parolen propagiert. Allerdings dienen auch heute noch politische, ökonomische und ökologische Erklärungsversuche für die Rechtfertigung von Bauwerken. Soweit muss die Frage gestellt werden,
Wie würde eigentlich eine politisch definierte radikale Architektur aussehen? Zum Beispiel hat keine einzige dieser hier aufgelisteten Themen eine formgenerative Qualität, die dem entwerfenden Architekten dienlich ist, ein Bauwerk zu konzipieren. Natürlich wissen wir, dass eine radikale Architektur im politischen Sinne nicht wirklich existiert, da schlussendlich ein Bauwerk nur aus sich selbst wirken und Sinn stiften kann. Alles andere sind mehr oder weniger zufällige, herbeigezerrte Analogien, nichts weiter als hilflose, intellektualisierte Verzerrungen und Instrumentalisierungen von Zwecken, die gemeinhin wenig mit dem Bauen und seinen unmittelbaren und kontrollierbaren Aufgaben zu tun haben. Das Inhaltsverzeichnis hier ist dann auch selbstredend für ein Buch mit dem Titel Architects After Architecture. Wenn wir das Wort radikal für die Beschreibung eines Bauwerkes verwenden wollen, wie Tadao Ando das macht, wird radikal vielmehr in seinem formalen Sinne verwendet. Radikal, abgeleitet vom lateinischen radix, steht in Bezug auf die fundamentale Natur von etwas. Man könnte sagen, der Ursprung von etwas. Darum sagt Tadao Ando auch richtigerweise, dass radikale Bauwerke einen kompromisslosen Geist haben müssen. Die interessante Frage ist hier also, was ist eine radikale Architektur im formalen Sinne? Mein Mitautor Valerio Algiati hat Andos Architektur mit dem folgenden kurzen Satz beschrieben. Tadao Ando verwendet keine zwei Wörter, um etwas zu erklären. Er verwendet eines. Der Schwerpunkt liegt hier auf einer grundlegenden Natur eines Gebäudes, einer Ganzheit. Ganzheit ist das Markenzeichen aller radikalen Gebäude. Vorläufig können wir sagen, dass Gebäude radikal sind, weil sie Formulierungen elementarer Absichten sind, die einem Gebäude seine Ganzheit verleihen. Valerio Olgiati ist in der Lage, einen derart profunden Einblick in die grundsätzliche Natur von Andos Gebäuden zu gewinnen, weil das Gleiche über seine eigenen Gebäude gesagt werden kann. Kurz gesagt, Olgiatis Gebäude sind das, was sie sind. Eines der besten Dinge an Olgiatis Gebäuden ist, dass sie keine Erzählungen bieten, um sich selbst zu erklären oder durch Narrationen andere zu Analogien einladen. Wenn man sich in einem Gebäude von Olgiati befindet, schaut man, erlebt und versteht. Olgiatis Gebäude binden die Besucher und Bewohner vor jedem Versuch einer intellektuellen Erklärung ein. Seine Gebäude existieren ganz im Bereich der Architektur und nicht in irgendwelchen erzählenden Analogien von irgendwelchen außerarchitektonischen Thematiken. Sie sind rein architektonisch, also radikal, und drücken die fundamentale Natur ihrer selbst aus. Das Baloise Versicherungsgebäude in Basel ist ein solches Gebäude, in dem
Sinne, dass es sinnstiftend aus sich selbst ist. Damit steht es im Gegensatz zu Bauten, deren Inhalt von Architekturkritikern, Historikern oder oft von den Architekten selbst von außen hin auf das Gebäude appliziert wird. Das heißt, wenn einem Gebäude überhaupt eine sinnstiftende Fähigkeit zugetraut wird. Tatsächlich ist das, was jetzt hier gesagt wird, eine Maßgabe für alle Bauwerke und nicht nur für jene von Olgiati. Für Besucher und Bewohner von Gebäuden ist es am vorteilhaftesten, wenn sie auf den Versuch verzichten können, diese Gebäude zu deuten und zu schildern. Ähnlich wie auf die vergeblichen Bemühungen, ein Gemälde von Jackson Pollock zu deuten oder ein gut gekochtes Essen zu schildern. Hat jemand jemals eine Erklärung eines Jackson Pollock Gemäldes gehört, abgesehen von einer Beschreibung, wie er das Gebäude gemacht hat, die etwas Wesentliches hinzufügte? Nein, natürlich nicht. Gleiches gilt für ein radikales Gebäude. Je mehr ein Gebäude eine Ganzheit ist, desto weniger gibt es darüber zu rezitieren und desto mehr strahlt es aus sich selbst aus. Ganzheit erfordert die Deklaration des Gebäudes als System. Ein solches System unterliegt einer Idee für dieses eine Gebäude. Ein Gebäude muss seine Form unter dieser einen Idee entfalten. So kann ein Gebäude für sich selbst existieren. Kurz gesagt, je mehr ein Gebäude eine Ganzheit ist, desto mehr bildet eine Idee das gesamte Gebäude in all seinen Aspekten und Qualitäten, seinen Räumen, seiner Form, seiner Struktur, seinem Licht und so weiter, einschließlich seiner sinnstiftenden Möglichkeiten für jede Person, die das Gebäude nutzt. Wenn all das der Fall ist, desto radikaler ist das Gebäude. In Gebäuden existiert das Radikale so im Formalen. Das bringt uns zur zweiten Frage. Warum fordert eine so definierte radikale Architektur die Gesellschaft mehr heraus als eine erzählende Architektur, in der ein Bauwerk zum Gefäß irgendeiner Narration gemacht wird? Zuerst kann gesagt werden, dass eine formale Architektur einer symbolisch-rhetorischen Architektur immer überlegen ist. Das ergibt sich aus der Natur der Sache. Das hat mit der Allgemeinheit einer Sache zu tun. Über kurz oder lang ist das Formale immer allgemeiner als das symbolisch-rhetorische, welches immer enger an einer Sache gebunden ist. Wobei es natürlich auch innerhalb des symbolisch-rhetorischen Unterschiede im Grade seiner Allgemeinheit gibt. Und warum ist es gut, allgemein zu sein? Das hat mit der Freiheit zu tun. Zuletzt kann der Mensch nur im Formalen frei denken und frei sein. Zweitens kann dann gesagt werden, dass man sich dem Formalen zuwendet,
wenn das symbolisch-rhetorische für die Gesellschaft an Relevanz verliert. Während das erste Argument für das Formale zeitlos ist, steht diese zweite Begründung in der Zeit. Das symbolisch-rhetorische ist nur brauchbar und sinnvoll, solange es eine genügend große Übereinstimmung, also eine Konkordanz in der Gesellschaft gibt. Verringert sich eine solche Konkordanz und bricht sie in viele kleine Gruppen mit ihren ganz eigenen Vorstellungen und Zielen, macht es kaum Sinn, symbolisch, rhetorisch, historisch zu kommunizieren. Das ist, was Nietzsche bereits einige Jahre, bevor er den Tod Gottes vermerkte, schon lange bewusst war, wenn er schrieb, 100 tiefe Einsamkeiten machen die Stadt aus. Hier kommen Gedankengebäude und Baugedanken auf brillante Art und Weise zusammen. Nietzsche verstand die tiefen Einsamkeiten, also die Feststellung, dass jedes Gebäude und jeder seiner Bewohner für sich existiert, als die befreiende Magie einer Stadt und der ganzen Welt, natürlich inklusive ihrer Menschen. Nietzsche fügte dann also hinzu ein Bild für die Menschheit der Zukunft. Diese Zukunft ist jetzt. In der heutigen polyvalenten, facettenreichen und atomistischen Welt des 21. Jahrhunderts gibt es keine andere Möglichkeit, als dass ein Gebäude für sich selbst existiert. Sowohl räumlich als auch ideell haben Gebäude heute keine andere Wahl, als Ganzheiten gedacht zu werden, welche alles enthalten, aber gleichzeitig auch unbegrenzte Möglichkeiten bieten. So können Gebäude heute von kulturellem Wert sein. Ihre Ganzheit ist gleichzeitig absolut und Möglichkeiten eröffnend. Dieses Bild, dieses Lichtbild verweist auf wichtige Denker und ihre Schriften, welche unsere Welt, wie sie heute ist, beschrieben haben. Ich bin in einem anderen Vortrag auf diese Schriften eingegangen. Hier müssen wir uns auf einen Verweis auf sie begnügen. Gegen diese Art, Menschen kreativ zu machen und damit ihre eigenen Möglichkeiten zu erweitern, gibt es auch heute alternative architektonische Ansätze, wie Gebäude für Menschen heute sinnstiftend sein sollen. Diese alternativen Ansätze sind jedoch kurz gedacht. Sie führen entweder zu einem abstumpfenden, historisierenden Antiquarium, also einem Aufbewahrungsort der Vergangenheit, oder ebenso anachronistisch unter der Schirmherrschaft von Idealisten und selbsternannten Wohltätern zu faschistischen Utopien. Damit Gebäude jedoch mit der unbegrenzten mentalen Beweglichkeit von Menschen, die in unserer heutigen Welt leben, einhergehen können, kann ein Gebäude keine historische oder symbolische, kontextbezogene Darstellung von etwas über sich selbst hinaus sein, da es keinen Konsens darüber gibt, was dieses darüber hinaus in der heutigen Welt möglicherweise wäre. Dies ist ein Grund, warum reglose, kontextbezogene Gebäude, wie sie auch Tadao Ando ein Dorn im Auge zu sein scheinen, für die Zukunft der Menschheit von geringem kulturellen Wert sind. Es sind formal radikale Gebäude, welche der Gesellschaft etwas geben.
radikale Gebäude, die tiefen Einsamkeiten befreien sich so sehr, dass sie eine sinnstiftende Fähigkeit haben. Eine Art Wahrheitsargument. Hier kann Nietzsche nochmals helfen. Wie wir bereits hörten, schlägt er vor, dass Gebäude von höchstem Wert keiner Ursache unterliegen. Vielmehr erklärt er Effekt an sich. Das, was zu allen Zeiten Effekt macht. Oder das zu allen Zeiten entstehen kann, zu dem die Ursachen immer da sind. Das heißt, ein Bauwerk hängt nicht von Parametern ab, beziehungsweise ein Bauwerk soll nur auf Parametern bezogen werden, die immer da sind. Zum Beispiel zuallererst die Schwerkraft, dann noch das Sonnenlicht und der Erdboden. Aus allen anderen Ursachen lassen sich keine architektonischen Wahrheiten, nichts Absolutes bauen. Für Architekten bedeutet dies, dass es ein Fehler ist, Gebäude aus Ursachen zu konzipieren, die für die Architektur nicht allgemeingültig sind. Ja, es muss erwartet werden, dass Menschen immer unterschiedliche Überzeugungen haben, die von Zeit, Ort und Geschichte abhängen. Gebäude können jedoch nicht primär auf solchen flüchtigen Fundamenten abhängen. Es ist aus diesem Grunde, warum sich Valerio Olgiati weigert, und das ist ein Zitat, etwas zu bauen, das die Welt beurteilt. Ende Zitat. Und weil er sagt, nochmals ein Zitat, er möchte etwas Absolutes bauen. Ende Zitat. Das mag sich in den Ohren vieler als überheblich und arrogant anhören, ist aber nur die folgerichtige Konsequenz von jemandem, der versucht, die Beschaffenheit der heutigen Gesellschaft mit all ihren Facetten zu anerkennen. Für die Besucher und Bewohner solcher kompromisslosen, radikalen, absoluten Bauwerke bedeutet dies, dass jeder Mensch unabhängig von seinem Hintergrund in solchen Bauten kreativ werden kann und so seine eigenen Möglichkeiten erweitert. Der Mensch kann sich verwirklichen. Diese Möglichkeit der Sinnstiftung ist befreiend und somit der höchste soziale Wert für den einzelnen Menschen und die Menschheit als Ganzes. Daher ist ein Gebäude, das radikal ist, ein Gebäude, das absolut ist, ein Gebäude, das eine Ganzheit ist, ein Gebäude, das für sich selbst existiert, ein Gebäude, das unabhängig ist, ein Gebäude, das nicht erklärt werden muss und auch nichts erklären will, das umfassendste und das befreiteste. Und deshalb dasjenige, das die Ordnung der Gesellschaft am besten herausfordern kann. Im zweiten Teil des Vortrages geht es nun darum, dieses Prinzip der Ganzheit zu beleuchten. Man kann vorwegnehmen, beim Prinzip Ganzheit handelt es sich um eine Raumtheorie oder zumindest um eine Anwendung einer Raumtheorie. Die Herausgeber dieses Buches hier zum Beispiel unterteilen Raumtheorie in folgende Teile. Erstens Physik und Metaphysik des Raumes. Zweitens Phänomenologie der Räumlichkeit. Drittens
körperliche, technische und mediale Räume, viertens soziale Räume, fünftens politisch-geografische Räume und sechstens ästhetische Räume. Nur ganz wenige der in dieser Textsammlung zusammengeführten Schriften beziehen sich direkt auf die Architektur. Eigentlich ist es nur einer, August Schmarsows Das Wesen der architektonischen Schöpfung. Trotzdem wird bald jedem Leser klar, dass ein Bauwerk wohl immer in mehreren Arten und Weisen in Raumtheorien eingebunden ist. Es ist allerdings bemerkenswert, dass nur äußerst wenige Architekten sich direkt oder indirekt zu Raumtheorien äußern. Man erhält den Eindruck, dass es nur eine einzige Vorstellung von Raum in der Architektur gäbe und dass dieses Problem daher nicht angegangen werden muss. Auf jeden Fall, Ganzheit hat Auswirkungen auf die räumliche Konzeption in der Architektur. In der ersten Publikation, die ich mit Valerio Olgiati gemacht habe, ein kleines Büchlein übertitelt mit Valerio Olgiati Conversation with Students, sprach er davon, dass es eigentlich zwei Arten gibt, wie man Raum bilden kann. Möchte man also aufzeigen, dass ein Gebäude eine Ganzheit ist, so ist es dienlich, die Architektur in eben diese zwei Gruppen aufzuteilen. Die eine Raumkonzeption versteht den Raum als Ganzes und unterteilt diesen dann, bis er als Gebäude stimmig ist. Der andere Ansatz beginnt mit nichts und setzt das Gebäude aus diversen Teilen zusammen. Die erste Strategie repräsentiert eine Architektur der Teilung, letztere eine Architektur der Hinzufügung. Wir haben es hier mit zwei grundlegend unterschiedlichen Konzeptionen, Raum zu entwerfen, zu tun. Und selbstverständlich sind diese beiden Ansätze nicht von gleichem architektonischen Wert. Lediglich die erste Art und Weise ermöglicht Ganzheit. Wie wir bereits im ersten Teil des Vortrages festgestellt haben, gibt es einen guten Grund, warum wir diese Frage gerade in unserer Zeit wieder aufs Tapet bringen. Solange die Gesellschaft eine relativ gefestigte Weltsicht hatte, man könnte auch sagen, solange wir davon ausgingen, dass unsere Welt einer Art Zentrum entsprungen ist, war es überhaupt kein Thema, dass Gebäude als Ganzheit entworfen werden müssen. Ganzheit, was nicht zwangsläufig Einheitlichkeit entspricht, wurde erst erforderlich, als die Überreste der gemeinsamen gesellschaftlichen Werte in die polyvalente, atomistische, um nicht zu sagen nicht referenzielle Welt übergingen. Während Gebäude, die als Ganzheit gedacht waren, schon immer formal jenen additiv-kompositorisch konzipierten überlegen waren, war es dennoch möglich, Bauten aus additiven Teilen zu entwerfen. Die Gebäude mussten keine Ganzheit sein, da der gesellschaftliche Rahmen innerhalb der diese Gebäude existierten, genügend konsolidiert war, um als Halt zu dienen. Die Existenz eines Gebäudes ließ sich rein über seine Zugehörigkeit zur einen oder anderen Ideologie legitimieren. Gebäude hatten einen gesicherten Platz in der Welt, weil sie mehr oder weniger ein referenzieller Ausdruck
der gemeinsamen Weltvorstellungen jener Gesellschaft waren, die in ihnen lebte. Heute aber ist das nicht mehr so. Heute steht jedes Gebäude für sich selbst. Räumlich und ideell hat man heute keine andere Wahl, denn Gebäude als Entitäten zu entwerfen, die eben gleichzeitig alles umfassen und unendliche Möglichkeiten eröffnen, als Ganzheit. Was ist damit gemeint, wenn wir sagen, dass ein Gebäude eine Ganzheit sein muss, die alles enthält und unendliche Möglichkeiten bietet? Wenn wir von einem Gebäude sprechen, das alles enthält, so referenzieren wir damit auf ein Gebäude, das formal ein vollständiges, organisches Ganzes ist, in dem jedes Element einer übergeordneten Gebäudeidee untersteht. Es ist das, was wir mit unseren Sinnen außerhalb und innerhalb des Gebäudes physisch erfahren. Die Wände, Böden, Decken, Öffnungen, Materialien, Konstruktion. Ein Gebäude muss seine Form dieser einen Idee unterstellen. Das ist ein Aspekt, der ein Gebäude zu einer Ganzheit macht. Zum anderen wird ein Gebäude zu einer Ganzheit durch seine Möglichkeiten, Sinn zu stiften. Diese beiden Aspekte hängen insofern zusammen, als die jeweilige Raumerfahrung die betroffene Person auch über diese Möglichkeiten zu Kreativität anregt. Derartige Möglichkeiten implizieren Raum. Ein Gebäude ist eine Ganzheit, wenn eine Beziehung besteht zwischen den physisch vorhandenen Räumen und den Möglichkeiten, sich selbst in der Sphäre des Metaphysischen zu entfalten. Es gibt verschiedene Arten, Raum zu entwerfen. Tatsächlich stellt das Streben nach Ganzheit die vorherrschende Entwurfsmethode, die Raum als additive Zusammenfügung von Teilen versteht, in Frage. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Architektur der Hinzufügung eine kompositorische Entwurfsmethode ist. Darüber hinaus ist eine solche additiv-kompositorische Entwurfsmethode auf eine grundlegende Art und Weise höchst geometrisch. Und zwar nicht nur in der Hinsicht, dass sie in der Architektur geometrische Formen komponiert, sondern auch im Hinblick darauf, dass sie auf eine Entweder-oder-Logik von Denken und Vorstellen hinausläuft. Im Bereich der Philosophie gibt es wie bei unserem generellen Verständnis der Dinge die Tradition, ein Konzept als eine Art Klassifizierung zu denken, wenn es darum geht, einen Begriff zuzuordnen. So wird weiß etwa allen Dingen, allen möglichen weißen Dingen zugeordnet. Und der Begriff Tisch verweist auf alle möglichen Tische. Damit wird jedoch alles auf Abgrenzung reduziert. Man bewegt sich entweder innerhalb oder außerhalb des Begriffsbereichs. Diese Vorgehensweise ist auf grundlegende Weise geometrisch. Sie vermittelt nicht nur dem Metaphysiker, sondern allen Menschen, dass Außen und Innen von Natur aus existieren, obwohl das nicht der Fall ist. Diese Vorgehensweise operiert zudem mit Teilen, obwohl nur eine Ganzheit vorhanden ist.
Wir schließen daraus, dass eine solche geometriebasierte Logik einen Raumentwurf, der auf Ganzheit abzielt, keineswegs dienlich ist. Es muss hier eingeworfen werden, dass diese geometrisierende Vorgehensweise eine spezifische und nicht selbstverständliche Form der Raumkonzeption ist, auch wenn sie in der Moderne eine überwältigende Präsenz entwickelte und sich die meisten Menschen und vielleicht auch Architekten nicht vorstellen können, Raum anders zu entwerfen. Diese Art der Konzeption des architektonischen Raumes durch geometrische Erweiterungen ist weitgehend synonym mit dem Cartesianismus. Wenn wir die dominierende Stellung des kartesischen Modus in der westlichen Architektur in den vergangenen Jahrhunderten erkennen, ist es bemerkenswert, dass dieses Modell, als es konzipiert wurde, sehr schnell von der leibnizischen Metaphysik herausgefordert wurde, die den Raum monadisch vorstellt. Monaden sind totale und unteilbare Entitäten, die alles enthalten, aber auch unendliche Möglichkeiten haben. Das Lichtbild, das Sie hier sehen, habe ich von einer meiner alten Architekturgeschichtsvorlesungen genommen. Ich lasse Sie dieses Lichtbild kurz durchschauen. Es ist auch interessant zu wissen, dass sehr viele der heute führenden Astrophysiker Leibnizes Raumtheorie studieren. Zurück zur Architektur. Dass es zu jeder Zeit alternative Wege gab, Raum zu entwerfen, auch wenn kein anderer Modus gangbar schien, zeigen einige der größten Meisterwerke der Architektur, die sich nicht auf eine geometrisierende Logik zurückführen lassen. Es kommen einem etwa Francesco Borrominis Gebäude in den Sinn, oder aber das Gesamtwerk von Ludwig Mies van der Rohe. Die Architektur dieser beiden Architekten hat wenig mit Geometrie zu tun. So lässt sich beispielsweise keine grundlegende Lehre aus der Analyse von Mieses Barcelona Pavilion ziehen, wenn man sich ihm auf der Suche nach kompositorischen Prinzipien mit einer geometrisierenden Denkweise annähert. Denn das Gebäude ist geprägt von Widersprüchen, die dieser Logik und der damit verbundenen Art, Raum zu entwerfen, zuwiderlaufen. Dass die atomistisch und nicht referenzielle Welt eine neue Herangehensweise an das Konzipieren von Raum erfordert, ist nicht aus der Luft gegriffen. Es geht also beim Prinzip Ganzheit auch darum, Raumtheorien zu emanzipieren, welche architektonischen Raum nicht nur durch geometrisierende Zentren konzipieren und den architektonischen Raum nicht nur als Funktion der Geometrie begreifen, wie wir dies großmehrheitlich seit der Renaissance bei uns kennen. Eine der ersten Herausforderungen war mit dem philosophischen Ansatz der Phänomenologie verbunden. Der phänomenologische Diskurs in der Architektur machte den orthodoxen Modernismus verantwortlich für eine Art
der Organisation architektonischen Raums, die zu einem Seinsverlust geführt habe, und begegnet dem mit einer bewohnbaren Geometrie. Diese Herausforderung der Orthodoxie verlangte nach Räumen, die eher auf Erfahrungen beruhen, die direkt stimulieren, statt sich auf abstrakte Begründungen wie geometrische Regeln zu stützen, welche von ihren Bewohnern tendenziell als zu fremd wahrgenommen werden. Da sich aus einer solchen Kritik nur schwer Vorgaben für die Praxis ableiten ließen, wurde die architektonische Phänomenologie seitens der Architekten einfach als Allheilmittel gegen die vermeintliche Kälte funktionalistischer Architektur mit ihrer Tendenz zu Nutzen und Effizienz verstanden. In Reaktion darauf schlugen die Architekten einen vermeintlich phänomenologischen Ansatz vor, der Taktilität befördern sollte. Während dies eine Teilantwort auf die Tatsache war, dass die subjektive Reaktion auf die objektive Präsenz architektonischen Raums ein Grundgefühl ist, das vor jeglicher analytischen Kategorie existiert, wurden Gebäude zunehmend als Ansammlungen unterschiedlichster Materialien entworfen, als eine Art von dreidimensionaler Collage, bestehend aus vorübergehenden Narrationen, um die vermeintlich gleichförmige und exklusive moderne Architektur zu überwinden. Darin begründete die These, dass unsere gegenwärtige Welt einer Methode bedarf, in welcher widersprüchliche Bedeutungen nebeneinander bestehen können. Ein Denkmodell, das als Dekonstruktivismus Bekanntheit erlangte. Peter Eisenman eröffnete einen Diskurs darüber, was das für die Architektur bedeuten könnte. Er sprach sich für eine architektonische Form aus, die eine vollständige Ersetzung der Semantik durch Syntax bedingt, was es uns erlauben würde, die Form einfach innerhalb einer Matrix von Differenzen wahrzunehmen. Es ist nun mehr als ein halbes Jahrhundert her, seit Jacques Derrida seine bahnbrechende Dissertation vorgelegt hat, in der er unter anderem das Konzept der Monade von Gottfried Leibniz und Martin Heideggers Konstellation Geviert erörtert und dass der Dekonstruktivismus in unserem Diskurs eingeflossen ist. Die Erkenntnisse des Dekonstruktivismus wurden von der Gesellschaft weitgehend absorbiert, ohne dass man sich dessen bewusst wäre. Der Einfluss des Dekonstruktivismus auf unsere heutige nicht-referenzielle oder atomistische Welt ist immens. Im Hinblick auf Raumvorstellungen in der Architektur war jedoch auch der Dekonstruktivismus wenig erfolgreich. Auch wenn die Erkenntnisse des Dekonstruktivismus aufgezeigt haben, dass unsere Art, Raum zu entwerfen, zu sehr auf unangemessene Reduzierungen beruht, strebten seine architektonischen Bauteile letztlich nicht nach einer Ganzheit, welche die ihm zugrunde liegende Theorie nahelegte. Tatsächlich blieb der Dekonstruktivismus in Bezug auf räumliche Konzeptionen geometrisierenden Mustern absolut treu, ungeachtet der Tatsache, dass er große Anstrengungen unternahm,
Räume mittels deformierender Maßnahmen zu verschieben und zu überlagern. Während die Befürworter zu der Aussage neigten, die Dekonstruktion habe anders mit Raum umzugehen, betonten im Endeffekt ihre didaktischen Experimente den Bruch der Ganzheit in der Architektur und nicht die Ganzheit an sich. Es zeugt jedoch von der übergreifenden Strömung der polyvalenten, nicht referenziellen Welt, dass die architektonischen Theorien, selbst wenn sie aus gegensätzlichen Richtungen wie Phänomenologie und Dekonstruktion stammen, letztlich alle auf dasselbe abzielen. Die Aufhebung der Reduktion von Raumerfahrung, wie sie einem geometrisierenden System innewohnt und durch Klassifikation nach Art eines entweder so oder so Gestalt erlangt. Das Aufkommen der vollkommenen polyvalenten und nicht referenziellen Welt hat alles grundlegend verändert. Die architektonische Phänomenologie und Dekonstruktion verschrieben sich der Bedeutung. Nicht referenzielle Architektur hat jedoch nicht mit Bedeutung zu tun, sondern vielmehr mit Möglichkeiten. Oben haben wir auf den Begriff Geviert zurückgegriffen. Für Heidegger bezeichnet Geviert eine Konstellation der Welt, aber der Begriff bezieht sich ursprünglich auf einen Platz und auf ein Viertel der Stadt im Sinne einer grundlegenden Markierung, die auf die Welt gesetzt ist und damit die Welt ordnet. Was in dieser Begrifflichkeit grundlegend ist, ist, dass die Totalität ein gegebenes Ganzes ist und jeder operative Tätigkeit vorausgeht, nämlich die Umrahmung durch Teilung. In solch einer Teilung gibt es keine Erweiterungen durch Hinzufügung. Das Geviert, wie der Begriff impliziert, teilt das Ganze durch Umrahmung in verschiedene Domänen. Für die Konzeption von Gebäuden können wir sagen, die Umrahmung, also die Wände, die Böden, die Dächer, umrahmt Räume. Dass ein Gebäude räumlich als Ganzheit wahrgenommen wird, hat direkte Auswirkungen darauf, wie es in jeglicher Hinsicht existiert, einschließlich seiner Form, seiner Konstruktion und der Materialien, mit denen es erstellt wurde. In erster Linie existiert das Gebäude im Sinne einer Ganzheit, aber für sich. Und zwar insofern, als wir behaupten können, dass es in der Welt aufgeht. Gebäude veranschaulichen nicht länger Ideale. Im Gegenteil, die Räume eines Gebäudes konstruieren unser Leben und damit auf eine grundlegende Art und Weise unsere Welt. Infolgedessen avancieren die Gebäude der nicht referenziellen Architektur, welche als Ganzheiten konzipiert sind, gerade weil sie sich nicht auf außerarchitektonische Bedeutungen berufen können, zu Absolutheiten. Das erklärt, warum am Anfang eines Gebäudes eine Idee stehen muss. Im Hinblick auf seine physikalische Präsenz macht die Idee das Gebäude zu einer Ganzheit. Alles am Gebäude ist dieser einen übergeordneten Idee unterworfen. Einfach gesagt, ein Gebäude wird als Ding konstruiert und erscheint auch als solches. Idealerweise geschaffen ohne konstruktive Verbindungen, ohne Einzelteile und nur aus einem Material.
Ein Gebäude als Ganzheit zu betrachten, befreit es formal, materiell und konstruktiv von jenen festgefahrenen semantischen Konnotationen, die wir Gebäuden und Räumen üblicherweise zuschreiben. Plötzlich werden Fragen, die nicht mehr rein funktionaler und konstruktiver Art sind, was ist innen, was ist außen, was ist oben, was ist unten, grundlegend für die Architekten. Ein wunderbares Beispiel für einen solchen scheinbaren Widerspruch ist das Vestibül der Bibliothek Laurenziana in Florenz von Michelangelo. Er baute einen Innenraum, der einem Außenraum gleicht. Diese Fragen zu Gebäuden und ihren Räumen, der Art und Weise, wie sie gebaut werden, bereiten am ehesten den Boden für etwas Neues, das frei ist von Referenzen, Bildern und Symbolen. Mit anderen Worten, nicht referenziell. Ob ein Gebäude eine Ganzheit ist, hängt vielmehr davon ab, wie die Wände, Böden und Decken gebaut werden. Ein Beispiel: Wenn alle Stockwerke dieselbe Höhe haben, wird das Gebäude als Ganzheit wahrgenommen und nicht als etwas, was sich aus einzelnen Stockwerken zusammensetzt. Unterscheiden sich die Raumhöhen von Erd- und Dachgeschoss von denen in den restlichen Stockwerken, so wirkt das Gebäude zusammengesetzt. Unterschiedliche Raumhöhen sind auch insofern nicht erstrebenswert, als sie zeigen, dass das Gebäude nach funktionalistischen Maßstäben erbaut wurde und nicht auf der Basis einer generellen Formidee. Lange währende Konstruktionsideale und Ornamenttheorien haben ausgedient. Die Art und Weise, wie Raum konstruiert ist, zielt nicht mehr auf irgendeine Formel der Architektursprache ab, auf die Referenzen, Bilder oder Symbolen beruht. In den Vordergrund gerückt ist vielmehr die Präsenz des Gebäudes unter rein physischen Gesichtspunkten. Was für die Befreiung von den feststehenden semantischen Konnotationen, etwa der sogenannten klassischen Ordnung gilt, gilt auch für den Einsatz von Materialien beim Bau eines Gebäudes. Um ganzheitliche Gebäude zu erhalten, müssen auch die Materialien und Konstruktionstechniken von ihrem Ballast befreit werden, etwa von der Festlegung, welche Materialien im Innern und welche für das Äußere eines Gebäudes verwendet werden sollten. Natürlich gibt es sinnvolle praktische Erwägungen zum Einsatz der Materialien, die auf deren speziellen Eigenschaften basieren. Allerdings sind diese Bestimmungen nicht so fest, wie man annehmen könnte. Auch ist es nicht besonders vorteilhaft, sie in Bezug auf Gebäude, die bei den Bewohnern in unserer Welt einen Widerhall erzeugen sollten, als gesetzt anzusehen. Die meisten Materialien und Bauweisen sind wesentlich vielseitiger verwendbar, als es üblicherweise praktiziert wird. Die Art und Weise, wie wir Wände, Decken und Dächer konstruieren, ist mindestens genauso sehr auf semantische Traditionen zurückzuführen wie auf die Prinzipien der technischen Machbarkeit. Die Ersetzung der Semantik durch Syntaktik bietet den Menschen unserer nicht referenziellen Welt die Möglichkeit, sich in diesen Gebäuden ihre eigenen Gedanken zu machen. Im Zentrum einer solchen Ganzheit steht nicht irgendeine geometrische und/oder eine symbolische Ordnung, sondern der seine Möglichkeiten suchende einzelne Mensch. So
ist der Mensch befreit. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Markus, für deinen Vortrag. Toll. Auch ein bisschen erschlagend, ich sage jetzt mal so aus dem europäischen Blick vielleicht auch. Ihr habt ja einen ganz anderen Ansatz, wie ihr arbeitet, wie ihr denkt, wie ihr das Ganze aufbaut. Das zeigt sich ja auch vielleicht ein bisschen an den Rezensionen, die ihr zum Buch hattet. Ich glaube, das sind keine. Ausgaben gibt es mittlerweile 10 verschiedene Sprachen oder wie viele? Kannst du etwas ein bisschen dazu sagen? Also diese Wahrnehmung von dieses Nicht-Referenzielle beziehungsweise diesen anderen Blick auf die Architektur, der eben weg von diesen Sprachen und diesen konventionellen Mustern eigentlich geht. Offensichtlich gibt es ein Rieseninteresse. Das Buch ist unterwegs, relativ gut. Und trotzdem, irgendwo stößt ihr an. Wo siehst du die Probleme da? Ja, erstens ja, vielen Dank für diese Frage. Wir haben einige vernichtende Rezessionen gehabt. Das Hochparterre zum Beispiel hat uns da recht an den Karren gefahren. Aber wir sind da selbstbewusst genug, um das zu absorbieren. Aber ich würde sagen, also schlussendlich kommt es natürlich auf den einzelnen Leser drauf an, was der damit macht. Aber wenn ich jetzt so auf deine Frage versuche zu antworten, eine Betrachtungsweise, dass ich sagen kann, ist sicherlich auch nicht nur die geografischen die Geografie, die du gesagt hast, dass wir nicht aus einer europäischen Tradition heraus vielleicht argumentieren. Das ist eine interessantere Frage und ich habe ich mir noch nie so überlegt. Was mir schnell bewusst wurde und was Valerio auch bewusst wurde, ist, es gibt auch sicherlich eine Art Generationenunterschied. Also schnell wurden uns bewusst, dass die jüngeren Architekten, die Studenten, die kamen auf uns zu und sagen, ja, super, dass ihr uns das geschrieben habt, weil das ist unsere Welt. Ja? Wir verstehen die Welt auch so. Weil die ältere Generation, und vielleicht ist das jetzt etwas vereinfachend, aber die ältere Generation hat sich ja vor allem schwer getan mit dem Begriff des Nicht-Referenziellen. Nicht so sehr mit einigen der inhaltlichen Punkten, die ausargumentiert wurden und die so stehen. Und ich spekuliere hier natürlich auch. Ich weiß ja nicht, warum gewisse Leute das und jenes sagen. Aber so als Gruppe, also als größere Gruppen, wie sie reagiert haben, ist sicherlich, dass jüngere Leute, die so in ihrem Leben stehen, wo sie stehen. Entschuldigung, das ist da. Okay, sorry. Das ist so eine Unterteilung, die man vielleicht machen könnte. Ich glaube, über das hinaus, es gab Rezessionen, die das natürlich sehr gut aufgenommen haben und einige tun sich schwer damit. Ich will da auch nicht zu sehr in das hineingehen. Ich müsste dann gegen sehr berühmte oder Leute etwas sagen, was ich nicht unbedingt machen will. Wie du sagst, das Buch läuft gut. Das Buch findet internationales Interesse. Ich kann vielleicht sagen, diese vielen Übersetzungen, das ist nicht das Werk von Valerio Giatti und mir.
sondern also wir haben die zweite Ausgabe ist vom Park Verlag gemacht und wir sind dann eigentlich nur noch zuständig für das englische Original, die deutsche, italienische Übersetzung. Aber die anderen Übersetzungen, die spanische, eine russische ist geplant, die chinesische, französische, das ist das Werk von Architekten, von jungen Menschen, älteren Menschen, die das Buch interessant finden, die finden, das müsste verbreitet werden. Und ich denke schon, dass das außergewöhnlich ist. Mein Kollege Aaron Betzky, der viele Bücher schreibt, der hat mir erst kürzlich gesagt, dass er kein Buch kenne in den letzten 20 Jahren, das so schnell in so viele Sprachen, kein Architekturbuch, das so schnell in so viele Sprachen übersetzt worden sind. Und wie gesagt, ich will das sagen, das ist nicht einfach Valerio und ich da selbst das machen, sondern Leute kommen auf uns zu. Und aus dieser Sicht heißt, nehme ich an, dass das Buch Anklang findet. Und es ist ein wichtiges Buch und musste geschrieben werden. Reicht das als Antwort? Ja, auf jeden Fall. Nein, das ist sicher, ich finde es einfach eine interessante Tatsache, weil es ist ja wirklich, offensichtlich trifft es einen Nerv der Zeit. Und irgendwo seid ihr da sehr, 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 sehr progressiv unterwegs. Du hast viel Arbeit schon gemacht zu Nietzsche. Du kommst ja eigentlich, deine Dissertation war auch über Nietzsche und seinen Baugedanken. Kannst du das noch irgendwie in Bezug setzen zu dem, was du jetzt im Vortrag gesagt hast? Das ist ja eigentlich so ein bisschen deine Welt, dein Hintergrund, wo du herkommst, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also für den Architektur ist Architektur und Philosophie ist Philosophie. Und man muss da vorsichtig sein, dazu direkte Verknüpfungen zu machen. Was für mich, also ich kann jetzt einfach für mich, ich denke, ich hätte, unter Valerio wäre wahrscheinlich auch nicht so sehr an mir interessiert gewesen, als jemand, der versucht, Architektur mitzudenken, wenn ich nicht diese Arbeit, dieses Buch zu Nietzsche gemacht habe. Für mich persönlich war das unglaublich wichtig, weil das hat eine Welt eröffnet, eine Welt zu denken. Ich würde nach wie vor sagen, dass Nietzsche der wichtigste Denker der letzten 150 Jahre weltweit. Und für mich war das natürlich, das hat die Welt geöffnet. Und das ist einmal für mich selbst, also dass ich in diesem Diskurs, in dieser Form, wie Valerio das machen will und wie mich das auch interessiert, wie ich da überhaupt teilnehmen kann. Das ist eigentlich der methodische Teil, dass man überhaupt die Offenheit hat, dann Nietzsche an sich ist natürlich eine wichtige Person, keine der Verweise, die ich heute aufs Tapet gebracht habe, hat sich nicht auch mit Nietzsche auseinandergesetzt. Ich denke, das ist sicherlich auch so. Also Nietzsches Werk an sich ist natürlich wichtig und all die Denkbewegungen, die wir haben in der Phänomenologie, dann die Dekonstruktivismus, den ich genannt habe, da ist natürlich Nietzsche eine ganz, ganz wichtige Figur. Manchmal etwas abgekürzt sage ich, also das Nietzsche-Buch wurde ja vom Quart Verlag herausgegeben und das ist grün. Und manchmal sage ich etwas vereinfachend, ich hätte das blaue Buch nicht ohne das grüne Buch schreiben können. Aber das ist natürlich eine Vereinfachung. Aber also für mich, von meiner Seite, kann ich das sicherlich sagen. Gleichzeitig, ich hole jetzt auch aus, ich muss auch sagen, ich war bei Fritz Neumeier als Doktorand und ich nehme an, Fritz Neumeier ist nach wie vor ein Begriff in Europa, sollte auf jeden Fall sein. Und es war natürlich auch, und hier gehe ich jetzt wieder auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir in die Tiefe gehen. Fritz Neumeier war natürlich eine wichtige Person, als Forscher auch mit ihm arbeiten zu können. Und der Anspruch, den er hat,
ich war sein erster Doktorand und das ging oft ziemlich ruppig zu. Man braucht da eine dicke Haut, aber das war für mich sehr dienlich, weil es war dann auch eine Arbeitsweise, die es braucht. Wenn Sie mit einem Architekten wie Valerio Olgiati so zusammenarbeiten wollen, dann brauchen Sie auch eine dicke Haut. Das ist ein Anspruch. Das sind Ideen vorhanden, die sagen wir mal unkonventionell sind, die neu sind. Da muss ich in die Tiefe gehen, damit ich da überhaupt etwas beitragen kann. Und ich denke, über die Jahre hinweg ist uns das gelungen. Und ich bin jetzt froh, dass dieses Werk der nicht-referenziellen Architektur derart gut in den Architekturdiskurs jetzt sich ausbreitet. Ich denke, das ist ja ein langsamer Prozess. Das geht ja nicht von einem Tag auf den anderen, weil das Buch so radikal ist. Arbeitest du auch mit anderen Architekten zusammen, außer Valerio, in diesem zeitgenössischen Diskurs? Oder bist du da auch mit anderen in dieser Nähe drin? Das ja, schon. Schon. Als eine persönliche Architektursprache. Ja, na schon, natürlich. Aber irgendwann kam auch die Frage, also das ist auch eine interessante Frage von dir. Ich wollte nicht als Architekturreporter oder Architekturjournalist ich wollte kein Architekturjournalist werden, wo ich da über jenen und die andere Person und so weiter schreibe. Ja, ich wäre wahrscheinlich auch nicht die richtige Person, das zu machen. Auch schon, wo ich jetzt operiere. Ich finde das zum Beispiel ein großer Vorteil, dass ich nicht in Europa bin. Ich bin hier irgendwo im Zeugs draußen, in den Vereinigten Staaten. Das ich äußerst interessant finde natürlich. Und auch insofern hat auch meine Biografie einen Einfluss. Aber auf deine Frage zurückzukommen, das war schon auch eine Entscheidung, die gemacht werden musste, wie viel arbeitet man mit anderen zusammen. Also ich arbeite schon mit anderen Leuten zusammen. Das finde ich auch interessant, aber nicht in derselben Weise. Sonst werde ich schnell eine Person, die über das und jenes und das und jenes schreibe. Zum Beispiel Christian Keretz, ich darf das sicherlich sagen, Christian Keretz, den kennt man ja sicherlich auch, der hat mir schwere Vorwürfe gemacht, dass ich ein Buch zu Christen Gantenbein geschrieben habe. Also dem hat das nicht gefallen, obwohl der Text auch sehr interessant ist. Aber ich bin nicht mit Valerio Olgiati verheiratet, das ist Tamara, aber es gibt schon auch eine Loyalität. Also ich muss auch sagen, ich könnte das auch nicht, weil man muss sich, also es war nicht so einfach, dieses Buch zu schreiben und die Ideen, die da vorhanden sind und mit Valerio das auch auszudiskutieren. Ich meine, das ging ja back and forth. Wir haben uns mehrere Male getroffen natürlich und wie gesagt, das Buch ist ja auch nicht aus dem, also auch das, zum Beispiel das Interview in El Croquis, dass ich selbst einen wichtigen Text finde. Das war ja schon, was war das, 6 Jahre vor dem Buch. Also das gab natürlich, oder auch die Bedeutung der Idee, ein Buch, das wir in der Schweiz herausgegeben haben. Das war ja alles auch schon vorhanden. Also es ist ja nicht so, dass es nur mit der referenziellen Architektur angefangen hat. Aber die Form ändert. Es geht in der nicht-referenziellen Architektur eigentlich nicht um Valerio
Valerio Olgiatis Architektur. Valerio und ich wollten ein Buch machen, bei dem es um alle Architektur geht. Also es ist nicht ein, nicht ein Rezeptbuch, um Olgiatis Architektur zu verstehen. Und das ist das Einzige, was das macht, was das Buch macht. Das ist ganz sehr wichtig zu erwähnen. Deshalb frage ich eben auch, ob es andere Architekten gibt, weil es geht ja mehr um Phänomene und um Haltungen und Arbeitsweisen. Und nicht eigentlich, die Architektur von Valerio war ja mehr die Möglichkeit, um Sachen auch zu erklären oder darauf einzugehen. Ja, ich denke, ja, meine Valerio und ich, wir stehen beide in verschiedener Weise in der Welt und natürlich haben wir Einflüsse und Beziehungen zu verschiedenen Architekten. Ich will hier jetzt nicht dir eine Liste vorlegen, mit wem ich auch noch rede. Aber ich kann dir sicherlich, kann dir sagen, also Valerio ist nicht der einzige Architekt, mit dem ich rede, wie auch Valerio wahrscheinlich mit vielen anderen Leuten Architektur diskutiert. Ich meine, das wäre Hubris, wenn es nur noch Valerio und ich da zusammen irgendwas zusammenbauen würden, zusammenschreiben. Also wir stehen schon ziemlich breitbeinig im Leben. Also das, und ich glaube, das Buch und vielleicht auch mein Vortrag heute zeigt das auch. Gibt es weitere Schritte oder wird es weiterentwickelt werden? Oder seid ihr weiter eigentlich dran an weiteren Publikationen oder du an weiteren, vor allem du jetzt an weiteren Publikationen und was beschäftigt dich momentan, das weiter zu treiben? Ja, wir wurden natürlich schnell mal aufgefordert, das war natürlich zu erwarten, wir wurden dann schnell mal aufgefordert, ja, könnt ihr noch ein zweites Buch schreiben, in dem ihr die Beispiele der nicht-referenziellen Architektur auch machen. Wir werden das natürlich nicht machen. Das nehme ich an. Das ist kein Rezeptbuch. Also ich schreibe, also wenn du auf mich bezogen, ich schreibe natürlich, werde immer wieder etwa eingeladen, für etwas zu schreiben, wie das mit dem Domus jetzt zum Beispiel der Fall war. Ich komme jetzt wieder auf diese Übersetzungen auch zurück, die es gibt. Wir sind zwar nicht direkt involviert, wir müssen aber natürlich mal vor, wir sind schon bewusst, dass der Qualitätsanspruch des Textes hoch bleiben muss und genau übersetzt. Und wir sind immer noch in dieser Phase, dass wir das jetzt noch mit zwei, drei Übersetzungen, wo ich involviert bin, also mit einem, ich spreche natürlich nicht Russisch und auch nicht Chinesisch. Wir haben, es ist auch eine schwierige Sache, dass der Text genau so rüberkommt. Wir sind natürlich sehr froh, dass diese Ausgaben alle erscheinen, weil es wurde mir dann schnell bewusst, als ich zum Beispiel Vorträge gab in Japan oder so, es wurde mir dann schnell bewusst, dass wenn ich das in Englisch mache, dass das schwierig ist für einen Japaner, nicht für alle Japaner, aber für die meisten Japaner schwierig ist, auch von der Sprache her. Und insofern finde ich natürlich schon, oder finde ich das sehr gut, dass diese Übersetzungen gibt, weil dann können japanische Architekten oder peruanische Architekten das in ihrer Sprache lesen. Aber das ist auch viel Arbeit, dass das richtig rauskommt. Also insofern ist noch nichts geplant. Also ja, ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht genau, was ich da weiter schreiben müsste. Wir wollen das jetzt mal, das soll jetzt mal in der Welt sein und wir sehen, was in einigen Jahren ist. Also, aber zurzeit ist nichts geplant, nein. Einfach weil man in der Forschung, man denkt ja immer wieder weiter und es gibt so diese Äste, die dann weitergehen und diesen Geschichten. Ja. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir für den Vortrag. Ich wollte eigentlich noch fragen, ob es bei den Studenten Fragen gibt.
Offensichtlich nicht. Ich würde mich ganz herzlich bedanken, dass dieses Gespräch möglich war und dass wir über dieses Buch und beziehungsweise auch deine Arbeit sprechen konnten. Ich finde das wirklich sehr spannend, auch anregend, wie ihr die Welt versucht, anders zu denken, oder nicht nur versucht, sondern anders auch denkt. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Beitrag in einer Diskussion, in einer Welt, die immer vielfältiger wird, in einer Welt, die auch die größer wird und die einen Ausblick eigentlich auch hat. Und das schätze ich enorm an diesem Buch, dass man nicht nur über ja, diese ganzen sprachlichen, architektonischen Geschichten eigentlich auch nachdenkt, sondern eigentlich das in diesen Blick auch wieder mal öffnet und in eine ganz andere Richtung eigentlich auch setzt. Ja, wenn ich das vielleicht noch sagen kann, also das ist schon auch, also das ist wichtig, also was du sagst, und ich möchte das noch verstärken, also es ist nicht da, also das Buch und die Thesen und die des Buches, kommt aus einer Analyse, aus einem Verlangen, die Welt zu verstehen, wie sie heute ist. Und das getrauen sich wenige Leute zu machen. Die Gründe sind mir nicht bekannt, aber das ist wichtig. Das bringt die Architektur vorwärts. Ja? Das sind architektonische Ideen natürlich zuallererst, aber diese Architektur steht in der Welt. Und ich kann vielleicht den Studenten, wenn sie das Buch noch nicht gelesen haben, auf das Kapitel oder das Prinzip Neuheit hinweisen, weil da wird ziemlich konzentriert besprochen, was ein Architekt und seine Gesellschaft, was ein Architekt machen muss, was seine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und es ist natürlich nicht so einfach, ja, eine Idee und dann eine andere Idee und dann eine andere Idee und das steht alles nebenan. Also wir sind hier schon ziemlich selbstbewusst, dass wir einen Ansatz und eine Analyse auch haben von der Welt, wie diese Welt ist. Und vielleicht ist das natürlich schon auch wichtig, dass wir die Welt nicht reduzieren auf, ja, sag jetzt mal Graubünden oder die Schweiz oder sowas. Zum Beispiel, du hast mich eingangs gefragt mit Rezensionen. Da hat jemand in der NZZ etwas geschrieben. Das hat mich fürchterlich aufgeregt, weil das war so falsch. Der Ansatz, die Denkweise war komplett nicht begriffen, um was es in diesem Buch geht. Und das hat nichts mit irgendwelchen regionalen Gedanken zu tun, sondern das ist eigentlich, ja, ich will sagen, universell. Ja? Und das ist ja auch unsere Welt, diese gebrochene Welt, die wir vielleicht hier in den Vereinigten Staaten noch mehr erleben als in Europa, wo man immer noch so in der Vergangenheit, also alles richtet sich auf die große Vergangenheit von Europa raus. Das ist eine ganz andere Denkweise. Und hier sind wir natürlich brutal offen. Und die Lösungen und die Ansätze, die Konzepte, die man findet in der nicht-referenziellen Architektur in diesem Buch, die sind sehr direkt aus der Welt genommen. Und das vielleicht, ja, das ist wichtig, das zu verstehen. Ihr habt ja auch einen Blick, der nicht nur in Europa funktioniert, sondern du kannst das wirklich auch, ein Trick ist sicherlich, dass keine Bilder drin sind, also außer ein Plan. Das finde ich wahnsinnig bereichernd, dass es eben so diese Breite dann bekommt. Es fixiert sich dann nicht auf ein Bild, sondern es geht um Diskurs und es geht um das Hinschauen, es geht um das Überlegen und das Denken. Und das ist natürlich extrem bereichernd. Und es geht nicht um ein ganz spezifisches Bild von einem ganz spezifischen Bau. Nein, überhaupt nicht. Darum geht es, ist wichtig, das Buch ist nicht,
ein Buch über, zum Beispiel über Valerio Olgiatis Architektur. Wenn man es so versteht, ist das ein Missverständnis. Valerios Bauten sind wahrscheinlich hervorragende Beispiele dieses Ansatzes, aber mitnichten ist es das Ziel oder der Fokus des Buches, ein Architekt hier zu beschreiben oder das Werk eines Architekten zu beschreiben. Und wie du sagst, also wenn du, das kam auch heute wieder zutage, diese Denkansätze, die haben nichts Regionales, das bezieht sich nicht auf Europa, sondern das ist universell, das geht an die ganze Welt. Und das sind natürlich schon auch vielleicht Erfahrungen, und das ist auch vielleicht für die Studenten wieder wichtig, Erfahrungen, wenn man anderes sieht und in anderem lebt. Zum Beispiel, also ich war lange hier jetzt in den fremden Staaten, Valerio hat in den fremden Staaten gelebt. Wir reisen viel, wir sehen viel Architektur, die nicht in der westlichen Tradition ist, präkolumbianische Architektur und so weiter. Das sind wichtige, vielleicht nicht Einflüsse, aber auf jeden Fall bemerkt man dann schnell einmal, dass es nicht nur das eine gibt. Das habe ich auch heute im Vortrag versucht zu sagen. Es erstaunt mich, dass Architekten nicht über Raumtheorie sprechen. Ich meine, wer soll denn nicht, also um Architektur geht es ja fundamental um Raum, aber es gibt kaum einen Architekt, der über Raumtheorie spricht. Wie kann das sein? Und das ist wahrscheinlich einfach, man nimmt einfach an, dass es eine Raumtheorie gibt und begnügt sich damit. Und also das sind natürlich eigentlich vom Prinzip her oder von der Grundauslegung her sehr einerseits abstrakte Fragen, aber auch große Fragen. Und es sind, es ist vielleicht der Scale, wie sagt man, der Maßstab der Fragestellung im Buch, warum das Buch auch als radikal aufgenommen wird. Weil viele Fragen, die aufgeworfen werden, niemand anders diskutiert die. Ja? Wenn wir zum Beispiel Experience of Space, also die Raumerfahrung, wenn wir von Raumerfahrung sprechen, es gibt kaum einen Architekt, der wirklich über Raumerfahrung spricht. Und da gibt, macht das Buch natürlich einen wichtigen Beitrag, auch weil es sich auf die heutige Zeit bezieht. Gewisse Sachen sind universell und zeitlos und gewisse Sachen sind natürlich in der Zeit. Und das ist auch wichtig, das zu verstehen. So, jetzt habe ich genug gesprochen. Ganz herzlichen Dank, lieber Markus. Ich schätze es enorm, dass wir dieses Gespräch haben können oder einen Vortrag. Ich glaube, es ist wirklich ein Beitrag, also sowohl das Buch, wie aber auch der Diskurs darum. Also ich finde immer, das eine ist das Werk, aber es gibt auch einen Diskurs darum, diese Erörterung, dieses Gespräch, die weiteren Gespräche, auch diese Texte. Ich kenne die Texte aus der NZZ. Man staunt dann ein bisschen, das ist sicher so. Und ich finde das einfach trotzdem gut, dass man dann direkt auch mit den Leuten spricht. Und nicht nur, sagen wir, mit Valero. Ich glaube, ich finde das wahnsinnig wichtig auch, dass es eben es gibt den Theoretiker, es gibt aber auch den Architekten und das sind so Sachen, die ineinander greifen und das braucht es auch und das steigert sich auch gegenseitig, das inspiriert sich auch gegenseitig. Und ich glaube, es ist wahnsinnig toll, dass es eigentlich auch so, ja, wie er da aufgegleist hat und wie das ganze Ding entstanden ist. Diese verschiedenen Projekte eigentlich. Was ich hier mache, ist ja eigentlich eine Serie, ich habe verschiedene Vorträge und Leute eingeladen. Du bist auch so es geht mir um Haltungen auch. Das interessiert mich sehr stark, auf den Studenten mitzugeben, dass Architektur eben nicht nur eine formale, funktionale Geschichte eigentlich ist, sondern dass es auch um Haltungen geht. Und das ist für mich eigentlich ganz, ganz zentral. Und wir haben jetzt eben zwei Vorträge gehabt von zwei Architekten, Alfredo Manotti und Gus Wüstemann, dich als Theoretiker, Sanit Nehmer, das andere ein Schweizer und das dritte ein Architekt, der in Frankreich dann arbeitet und auch um Restaurationen von Ruwebauten eigentlich geht. Und das ist für uns eigentlich ziemlich spannend, dass wir diesen Blick auch aus den Bündnerbergen rausnehmen, die große Welt und dann noch, also zumindest in die breitere Welt und dann noch sehen, was da eigentlich auch ansteht. Ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag. Vielen Dank.
Wir bleiben in Kontakt und freut mich sehr, dass es möglich war. Schönen Abend noch oder Ja, dir noch. guten Unterricht. Du musst dir wieder Unterricht, hast du gesagt. Genau. Ja. Vielen Dank dir und den Studenten. Alles Gute. Bis zum nächsten Danke. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.